Die Faschingssaison ist offiziell eröffnet. Was jetzt noch fehlt, ist der Rathaussturm des BHCC, der heute am 13. November stattfindet. Nun sind wir gespannt auf das neue Prinzenpaar und die Narrenschar. Ja, es ist wieder soweit. Die Narrenzeit hat das Land wieder eingeholt und ganz besonders eine Stadt. Die Karnevalstadt Oberösterreichs schlechthin, Bad Hall. Im Zuge dessen wurde zum Rathaussturm geladen, wo man miterleben hat können, wie sich die Narrenschar ins Zeug gelegt hat, um den Herrn Bürgermeister aus seinem Amtshaus zu treiben und ihm den Rathausschlüssel abzunehmen. Doch bevor das eigentliche Spektakel begann, wurde natürlich standesgemäß einmarschiert. Die Stadtkapelle vorne, die gesamte Narrenabordnung hinten an. An der Bühne vor dem Rathaus angekommen, glänzte sogleich die Jugendgarde des BHCCs mit einer schwungvollen Choreografie. Die hübschen Mädels brachten den Start der Saison schon einmal bravourös hinter sich. Es folgte eine sehr entschlossene Begrüßungsrede des neuen Prinzenpaares Franz IV., der Herr der Dächer und Franziska I. von Trattenbach aufs Preferdach. Sie wussten, was sie wollten, nämlich die Herrschaft über die Faschingshochburg Bad Hall. Das brachten sie auch zum Ausdruck. Hallo da oben, ist wer's Haus? Herr Bürgermeister, kommen's raus. Die Badhaller Narren sind da ein paar. Wir wollen die Gmahr für uns allein. Die Regierung ist vorbei. Fürs nächste Jahr ziehen wir da ein. Meine Frau hat schon Mord zerfreut. Zum Bürstinger hat es dann auch nicht weit. Und außerdem hast du eh keine Chance. Ich zieh ein und du ziehst aus. Herr Bürgermeister, eins ist klar. Das wird für dich ein hartes Jahr. Der Hage ist schon so gut drauf, den halt ich sicher nicht mehr auf. Da gibt's keine Frau und auch keinen Mann, der den heute noch bremsen kann. Drum ergebt euch möglichst gleich, sonst reißen wir die Gemeinde ein. Zum Überlegen gibt's da nichts. Wir wollen den Schlüssel, aber fix. Doch der Bürgermeister und der gesamte Gemeinderat gaben sich zäh und absolut nicht kompromissbereit. Sie weigerten sich standhaft, das Rathaus zu verlassen. Er erlebt schon das dritte Prinzenpaar. Also es war fast vielleicht einmal gescheiter, wenn es den Prinzen loset und den Präsidenten jährlich wechseln hat. Doch der BHCC ließ nicht locker. So hat es sich zugetragen, dass Bürgermeister Schöndorfer von Prinz Franz IV. Höchstpersönlich mit einem Kran aus dem ersten Stock des Rathauses aus seinem Regierungshaus entrissen wurde. Gleich darauf stürmten die Narren das Rathaus und begannen damit, das alte und wie sie meinten unbrauchbare Mobiliar zu entrümpeln. Das Rathaus war somit erstmal übergeben. In dem Fall gebe ich den Schlüssel gern her. Erstens, die Kasse ist sowieso leer. Da kann ich nur hoffen, dass die Eintrittsgelder von den BHCC-Sitzungen das wieder auffüllen. Und zweitens, das Dach vom Rathaus gehört wirklich saniert. Das hoffe ich auch, dass ich das in einem Jahr wieder kriege. Und drittens, ich habe ein bisschen mehr Zeit wieder für daheim. Also, lieber Prinz, liebe Prinzessin, ich vertraue euch den Schlüssel auch und hoffe, dass ich mit den Wunschvorstellungen wieder zurückkriege in einem Jahr. Hat der Bürgermeister am Kran oben recht heruntergedrückt? Nein, also ich bin ein bisschen aufgefahren, wie ihr es gesagt habt, gehört, dass wir über den Baum drüber kommen. Und dann haben die Knie so zum Schäbern angefangen, dass der Kran schon unruhig geworden ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahren wir lieber wieder wegen oben und dann war er wieder froh. Also, er hat auch nichts mehr geredet. Also, man hat es gemerkt, das Mikrofon hat er ganz festgehalten. Dann war es eigentlich sein Mut ziemlich beendet. Aber Gratulation an den Bürgermeister. Wie fühlt man sich als frisch gekröntes Prinzenpaar? Also ich muss sagen, ich fühle mich voll gut. Es ist eine volle Ehre, dass wir das machen dürfen. Und wir haben es bis jetzt sehr genossen. Es hat zwar erst angefangen, aber ich finde es sehr toll. Also der Start schon mal gut verlaufen. Ja. Ja, der ist super verlaufen, der Start. Und vor allem hat es halt Franziska, wie wir erfahren haben, dass wir Prinzenpaar werden. Das war circa im Juli. Von Juli weg war sie schon daheim immer die Prinzessin. Und ich war immer der Knappe, mehr oder weniger. Ja. Also sie hat das voll ausgelebt jetzt schon. Ne? Was erwartet ihr euch? Eigentlich auf alles. Ich freue mich, es haben schon so die Prinzenpaare vor uns gesagt, ich werde sich freuen, ich lerne so viele Leute kennen und es ist lustig und der Zusammenhalt. Und ich denke mir am meisten natürlich auf die Faschingssitzungen, weil bis jetzt haben wir sie ja von vorne immer erlebt und diesmal sitzen wir halt im Hintergrund, aber ich bin schon sehr gespannt.
Und jetzt kriegen wir es 8-mal vermutlich mit, diese ganzen Sachen. Und dann werden wir vielleicht den einen anderen Schmäh einmal verstehen. Auch. Jetzt haben wir heute das Rathaus gestürmt. Mit großem Erfolg, wie man sieht. Es waren sehr, sehr viele Leute da, die haben uns unterstützt. Und jetzt können wir die Regierungsgeschäfte beginnen. Und der Fasching wird jetzt so richtig seinen Lauf nehmen. Diese neuen Prinzenpaare stehen jetzt neben mir herum auf der Bühne. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Und klein, alle sollen fröhlich sein. Beim Tanzen, das macht Spaß. Kartenverkauf hat am ersten und auch am zweiten Tag sensationell begonnen. Wir haben uns nicht erwartet, dass wir nur mehr ganz wenig Restkarten schon am zweiten Tag hatten. Das Bad Haller Rathaus ist gestürmt. Nun haben die Narren wieder offiziell die Regentschaft über die Kurstadt.